Servus und hallo zu einem neuen Video und zwar Speedways. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen in der Nachbearbeitung und möchte gerne wissen, wie meine Webcam so ist für Facecam-Videos. Ich habe mir nämlich eine neue gekauft und ja, möchte mal probieren, wie die so ist. Was gibt's zu sagen? Genau, das wird das letzte Video Speedways sein, denn ich habe echt keinen Bock auf das Spiel. Das hat im ersten Moment echt cool ausgesehen, das Spiel, nur jetzt im Nachhinein finde ich das Spiel eher langweilig und deshalb werde ich das nicht mehr spielen und auch nicht mehr aufnehmen. Was gibt es noch zu sagen? Genau, habt viel Spaß mit dem Video. Ist soweit nicht schlecht geworden, denke ich mal. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Competition begin. Well, I hope we'll be a witness to a meeting full of marvelous moments. Schnauze! Scheißegal, wo ich fahre. Perfekt. At the gates. Red. Nicky Pedersen. Blue helmet. Chris Harris. Ja, ja. Jason Doyle. Ich weiß, welchen fucking Helm ich anhab. Meine Fresse. First, Nicky Pedersen. Chris Harris, last. Die ziehen aber ganz schön weg. First, Nicky Pedersen. Chris Harris, last. Alter, ich komme an die nicht mehr ran. Race is at the halfway stage now. Was ist denn da los? First, Nicky Pedersen. Wahrscheinlich haben die jetzt 100% Bikes, oder? Chris Harris, last. Ich guck hier mit so einer lahmen Kiste rum. Ja, nee, da komme ich nicht mehr ran. Schade. Oh nee, warte, da ist noch eine Runde. Okay. Komm, baut einen Unfall, ihr Bitches da vorne. Oh. Oh, das war jetzt knapp. Ha. Ha, schade. Aber einen Punkt immerhin mitgenommen. Probieren wir es so mal. Und vielleicht tut sich da etwas. Alter. Ja, genau. Ja, genau. Ach, ja, genau. Komm, Alter, dein Ernst. Fährt mir halt komplett rein. Ah, fick dich. Bock, nee, fick dich. Bock. Aber noch die Außenbahn. Ach, komm. So, jetzt noch ein DNF. Dann kann ich sowieso das Rennen vergessen. Mich der jetzt einholt, Alter, willst du mich verarschen? Ja, genau! Alter. Ja, wie mich der auf die Geraden abzieht, der Spasti. Du mieser Wichser. Zeitlupen, Bitches. So. Ja, hallo. Wird sich aber nicht mehr ausgehen, denke ich mal. Nee. Okay. Ja, ein Versuch war's wert. Aber, ja. Konnte ich halt nichts machen. Sogar mit der besten Zeit? Kann das stimmen? Nee. Nee. Beste Zeit ist es nicht, aber trotzdem. So, alles abverlangen von dem Bike.
At the gates, red, Chris Harris, blue helmet, Andreas Johnson, white, Greg Hancock, yellow, Michael Jepsen Jensen. Jepsen Jensen. Take off. Greg Hancock takes the lead. Elbow to elbow. Ja. Genau. Ach komm, fickt euch doch alle. Ohne Witz. Die Strecke ist scheiße. Komm, Alter. Komm, DNF jetzt bitte noch. Ist glaube ich nicht so geil für den Motor, aber egal. Juckt mich jetzt gerade nicht. Muss aufholen. So. Beim Driften wieder raustragen lassen. Okay, dankeschön. Alter, wie die schon mal wieder rankommen, Mann. Boah, das war jetzt knapp. Ja, ich hab da ein bisschen getoucht, das gebe ich zu. Entschuldigung! Ich wusste nicht, dass ich da nicht touchen darf. So. Und schön raustragen lassen. Und wieder rein. Alter, komm. Ich komme halt bei dem Rennen überhaupt nirgendwo dran. Das ist so bitter ohne Witz. Ja, komm. Das ist scheiße, ohne Witz. Huhuhu. Nee, wir repairen einfach nur. Wie viel kostet mir das? Ach, gar nichts eigentlich. So gut wie gar nichts. Auch erstmal reparieren. Ja, komm, das ist halt fast wirklich gar nichts. Können wir mal ein bisschen bessere kaufen? Machen wir auch. Ja. So. Frame. Nee. Aber so um 800 Rahmen? Warum nicht? Ja. Oh, diese Fiend doesn't need to be replaced. Okay, dann lassen wir mal das Default-Öl. Das ist nämlich das billigste dann. Gucken wir uns an, wie wir so in der Season stehen. Okay, 9. Ah, nächste Runde starten. From the inner curb as follows. Chris Harris, Nicky Pedersen, Christoph Kasperzak and close to the safety fence, Ty Woffenden. Okay, komm. Bei der vorigen Season haben wir gesehen, mit einem gedamagten Bike bekommt man nicht so viel hin. Und deshalb habe ich ja wieder alles repariert und habe sogar einen anderen Rahmen jetzt drin und andere Reifen drauf. Das heißt, damit läuft es eigentlich schon einiges besser. Okay. Very nice. Sehr, sehr geil. Come on. Letzte Runde. Come on. Und durch ist er. Hui. Erstmal schön mal ein bisschen auf der Mauer streifen. Ja, das wird er.
So. At the gates, red, Matty Zagar, blue helmet, Chris Harris, white, Thomas H. Jonasson, yellow, Chris Holder. Genau das. Take tries. An even start for the pack. Okay. I get that, I get that. Chris Holder last. Oh. Matty Zagar touches the air. Ja, ich dachte es mir schon. Chris Harris will not race in the rerun. Ich dachte mir fast schon, dass das ein bisschen zu hart war. Ja, komm. Ich gebe zu, das war jetzt ein bisschen mit Brecheisen und das war halt zu viel riskiert. Aber immerhin kann viel statt. Nein, nicht watchen. Boah, fuck you. Nö. Was? Ohne Punkte? Nope. Nope. Okay, weiß. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Bahn. Die mag ich. Die mittleren habe ich überhaupt ziemlich gerne. Die mittleren zwei Bahnen. Okay. Alter. Du weißt, dass ich hier bin, oder? Junge. Raustragen lassen. Schön drinnen driften und raustragen lassen und dann wieder Gas geben. Und rein und wieder raus. Klingt wie. Ach, lassen wir das. Come on. Chris Harris taking the checkered flag. Chris Harris wins. Muss ich. No stories in this race. Race, okay. Das hoch, das auch ein bisschen hoch. Das können wir alles ein bisschen höher stellen. Das passt schon. Und jetzt. From the inner curve as follows. Wild card. Niels Christian Everson. Chris Harris and safety fence, Greg Hancock. Tapes go up. Boah, hätte ich jetzt fast zu früh gedrückt. A dangerous situation. An even start for the pack. Niels Christian Everson drops into last place. Niels Christian Everson bringing up the Greg Hancock lost a place. Ja, das hat er. Boah, du mieser Wichser. Nein, das tut er nicht. Aber der Wildcard-Typ da, der ist gerade ein bisschen weiter vorne. Ja. Das war fast ein bisschen früh, wa? Oh, fuck. Fuck, fuck. Das geht sich aber noch aus, den hole ich mir noch. Ja, komm. Und. Und geholt, Alter. Geholt. Nice. Fans have been crossing their fingers that Michael Jepsen Jensen will finally win some points. Alter, der hat immer noch keine Punkte. Nice. Immer noch nicht. Puh, so. Reifen sind im Arsch. Sind die guten, die teuren Reifen, habe ich das richtig verstanden? Die sind gerade in Arsch. Meine Fresse. Red, Jarek Hempel, blue helmet, Matsey Janowski, white, Andreas Jonsson, yellow, Chris Harris. Tapes go up. Not the best launch from the gate for Chris Harris. It could end up badly. Chris Harris touches the air fence. Ja, das bisschen betatschen, das darf nicht stimmen. Ja, und. Oh.
Hätte ich aufmachen müssen, sonst hätte ich den weggekickt. Okay. Weißt du, wie sich die Sprecher einfach gegenseitig ein bisschen ausnocken? Das hätte man besser machen können. Ja, da kann ich nichts machen. Komm, weit. Na schön. Alter, die schönen Reifen, die gehen einfach in Rauch auf. Okay, warte. Reifen sind jetzt hochgestellt. Okay. Chris Harris left at the start. First, Greg Hancock. Chris Harris bringing up the rear. Hello. Hello. And Zajanowski cheated his opponents. A dangerous situation. First, Greg Hancock. Nein. Das war nicht so geil. Also, das Geilste ist halt, dass die teuren Reifen aufgeben. What a thrilling! Wow, das war endlich mal ein neues Kommentar von dir. Spasti. Komm, ich will nicht letzter werden. Ja, nice. Ja, jetzt richtig schön. Zwei auf einmal überholt. Komm, komm. Nein, nein, nein. Nein, zu stark angelehnt. Oh, shit. Nein. Oh. Ich hoffe, das geht sich fürs Finale aus. Nein, gar nicht sogar. Shit. Okay. Egal. The places on the podium are about to be decided. Grand Prix victory for Greg Hancock. The remaining medals go to. Schnauze. Okay. Dann X. Wieder ein bisschen Reparation anstellen. Die guten Tyrus, die sind irgendwie gar ein bisschen. Das ist Balmore. So, ich sehe gerade, dass ich auch keine Verabschiedung gemacht habe, deshalb werde ich das auch jetzt noch schnell machen. Wie gesagt, es war das letzte Mal. Ich habe zwar noch ein bisschen gezockt danach, auch aufgenommen, aber das will ich nicht mehr schneiden, weil das Spiel für mich echt ziemlich uninteressant geworden ist. Ich habe das jetzt geschnitten, also das ist jetzt nach dem Schneiden noch so mittendrin. Und ich muss ehrlich sagen, mir sind die Augen fast zugefallen, weil es wirklich langweilig für mich geworden ist. Und ja. Guck bei den anderen Videos vorbei, vielleicht sind die mehr Geschmack oder das und dann war es halt das letzte. Was soll ich machen? Jedenfalls bis zum nächsten Mal. Tschüss.